Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdum zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Hier sind wir auf dem Weg Richtung Siegerstraße, auf dem Weg Richtung Top 4 und Pokémon Liga. Aber vorher müssen wir noch hier, genau, den Rivalen Gary besiegen. Räusper. Ja. Was, Zwergi? Was für eine Überraschung. Du bist alles so auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du bist auch an der Morgen. Das ist cool. Zwergi, ich werde mich für deine Pokémon, für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Na, werden wir doch mal sehen, wer wen besiegt. Ja, ist schon der zweite Versuch, ihn zu besiegen, aber ja, gut, in diesem Part, das ist der erste Versuch, dann werden wir heute mal versuchen, ihn zu besiegen. Ziel dieses Parts ist also, den Rivalen auszuschalten. Ja, mal sehen, wie viele Versuche wir dafür brauchen, wird auf jeden Fall wieder ein First-Try. Ja, wie wir es erkennen. Zwei Versuche, drei Versuche, vier Versuche, trotzdem First 3. Ja, so sieht's aus. Sternschauer. Ja, ich denke, Jorok hält das noch ein Weilchen aus. Da hätten wir gleich Sandarman besiegt. Warum in letzter Zeit eigentlich immer mir der Hals kratzt, wenn ich Aufnahmen starte? Tja, das ist die große Frage. Da waren es nur noch 5. Ja, mir fällt gerade auf, ich habe hier neben der Konsole, naja, das ist schon ein bisschen weiter entfernt von der Konsole, auf dem Tisch eine große Matte liegen, eine große Schaumstoffmatte, die eigentlich den Schall absorbieren sollte und den Sound in meinem Space ein bisschen besser klingen lassen sollte, aber sie liegt halt auf dem Tisch. Deshalb, ja, gut. Jorok wurde besiegt. Ich habe da so ein bisschen was gebastelt, um das eigentlich an die Wand zu kriegen ist, aber kam noch nicht dazu, in den letzten Tagen das mal zusammen zu kleben, zusammen zu machen. Ja, müssen wir vielleicht mal uns Zeit nehmen und da mal ein Bastelvideo draus machen, mal ein Z-Log. Ja, wir haben vielleicht mal wieder Zeit. Wir haben mal langsam Zeit, das Ding zusammenzubauen. So, Oweihe wurde besiegt. Sehr schön. Na dann, ich kämpfe noch weiter, solange es noch geht. Haben wir eigentlich Belieber mit dabei, dann könnten wir die mal auf das Georg, ja, Georg war's. Das Georg einsetzen. Ja, weil Schluck gegen Ausdurst, das ist jetzt eher schlecht als recht. Belieber haben wir natürlich keinen mit dabei. Warum denn auch? ich versuch's trotzdem mal. Halskratz. Was ist denn los? Ich bin halt irgendwie, ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen doll angeschlagen. Wie wär's denn? Tauburger vielleicht? Gegen Austos? Möglich wär's.
Aurora-Strahl. Okay, das bringt verdammt viel. Tauboga wurde besiegt. So viel dazu. Glutexo vielleicht. Jetzt muss man das Austoss knacken. Feuersturm. Vielleicht. Kann ja sein. Feuer gegen Wasser. Ja gut. Aber es bringt zumindest etwas. Setzt du nur weiter Panzerschutz ein. Das wird dir nicht viel bringen. Okay, Attacke gegen daneben. Auch gut. Na komm. Ja, okay, so kriegen wir es auch hin. Na komm. Das haben wir doch gleich. Halt aus. Hältst durch, Glutexo. Hältst durch. Glutexo ist genehmt. Natürlich, was auch sonst. Und wurde besiegt. Alles klar. Da waren es nur noch drei von meinen Teamkameraden. Pikachu! Elektro gegen Wasser. Das ist definitiv sinnvoll. Nicht. Und er ist auch wahnsinnig unterlevelt. Mein Team ist generell ziemlich unterlevelt. Das ist halt einfach kacke. Jetzt haben wir schon Pokémon Weiß gesehen. Dass das in der Top 4 vielleicht ein bisschen schlecht ist. War gut. Wir sehen es ja jetzt schon an Gary, dass das vielleicht nicht unbedingt positiv ist für uns. Wir müssen mal erstmal durchkommen. Momentan ist Georuk einfach der Stärkste. Der einzig Starke. Ja, ich will bitte nicht schon wieder so ein Ende haben wie in Pokémon Weiß. Ja, bitte. Lass mich irgendwie durchkommen, auch wenn die nächsten Parts brutal schwer werden und ich in diesem Part hier nur so mit Ach und Krach hier durchkomme durch diesen Kampf. Lass mich trotzdem irgendwie gewinnen. Irgendwie müssen wir das doch schaffen. Ich kann doch nicht schon wieder ein Pokémon-Let's Play abbrechen. Ja, hallo. Das geht doch nicht. Nein, das kann man nicht machen. Das kann man nicht bringen. Ja, mei. Na komm, wenigstens das Austausch noch besiegen. Damit man noch einigermaßen mit halbwegs erhobenem Hauptes. Mit erhobenem Hauptes. Ja, wenn du schon geschwollen sprichst, Zwergi, dann auch richtig. Aquaknarre. Ja gut, das bringt jetzt nicht sonderlich viel. So, Austausch besiegt. Na denn. Waren es nur noch drei. Die Hälfte haben wir schon. Ja, ich würde gern mein Pokémon wechseln, aber es geht halt eben nicht. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir fliegen mal gerade in eine andere Stadt. Ich brauche ein paar Beleber. Zurück auf die... Ja, auf die Insel. Mir ist es gerade entfallen. Zinnoberinseln sind das natürlich. So. Ich brauche ein bisschen was. Supertrank Beleber. Wie viel können wir uns davon noch leisten? Nicht viel. Ja, gut. Was kann ich denn verkaufen? Sportsticket kann ich nicht verkaufen. VMs kann ich wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Zwei Supertränke. Ja. Hm.
Ich habe nichts zum Verkaufen, oder? Am Arsch. Hier, so ein Mist am Auch. Ich hab nichts zum Verkaufen. Dann kauf mir zumindest den Einbeleber. Ja gut. Dazu so viel. Dann mal wieder zurück. Dann müssen wir halt vorher speichern und dann versuchen wir es mal wieder von vorne. Dann schalte ich jetzt das Gerät aus und schalte es wieder an und machen wir es auf diese Weise und Art. Diese Art und Weise. Hier wollte ich nicht hin. Ach komm, gehen wir zu Fuß. Was soll's. Ein wildes Pokémon. Oh, Schreck. Ein Taubsi. Level 4. Oh nein, es wird uns vernichten. Oh Schreck, schnell fliehen. Puh, gerade noch so entkommen. So. Dann wären wir hier wieder in Veritania City. Gleich. In Taubsi, Level 4. Jo, habe ich vorausgesehen. Alles klar, der perfekte Ort zum Trainieren auch. Hier direkt vor Veritania City. Na komm. Lasst mich gehen. Einen Schutz bräuchten wir hier. Du bist nicht entkommen. Das Pokémon lässt dich nicht fliehen. Lässt. Sprachprobleme. Hier mal wieder. Ist klar. Na dann auf ein neues. Ja. Speichern wir hier mal. So ein Mist. Ich sehe es ja schon kommen. Wir kommen hier nicht weiter an dieser Stelle. Der Rivale lässt uns nicht durch und dann ja, war's das. Ja, so will ich Pokémon Gelb nicht beenden. Bitte nicht. Und wenn ich noch 50 Parts trainieren muss, offscreen, wenn ich offscreen noch 5 Stunden lang trainieren muss, ich werde dieses Let's Play beenden. Und wenn es auch erst 2025 ist und ich ewig brauche, das offscreen zu trainieren, das mache ich nicht normal. Das ist nicht so unmittelbar nach Pokémon Weiß. Nee. Das geht nun wirklich nicht. Also ist ganz im Ernst. So, noch so eine Scheiße kann ich mir nicht erlauben. So eine nice. Ja. Geofessur. Das war doch nicht effektiv, oder? Das ging doch. Das konnten wir nicht einsetzen, oder was? Na komm. Dreimal getroffen, Geofessur. Ist unversehrt. Ah ja, genau, das war's. Versuch Nummer 3. Na mal schauen. Wir zählen mal mit. Vergiftet, Jorok, vergiftet. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. So kann man es doch beginnen. Jorok schadet sich selbst. Wir haben natürlich kein Gegengift in der Tasche. Warum denn auch? Gift schadet Georg, auch wenn er unter der Erde ist. Aber wenn er schon unter der Erde ist, quasi schon tot. Oh wei. Oh wei. Das denke ich mir wirklich gerade. So, Schaufler, das Owei werden wir doch wohl noch hinkriegen. Gift. Na, Spitze. Gift schadet Jorok. Ja,
Ich muss, glaube ich, gleich mal ein Item einsetzen. Ein Trinkchen auf Georg. Solarstrahl. Gut, dass ich unter der Erde bin. Dass ich verbuddelt bin. Gift schadet mir trotzdem. Na dann schnell mal runter. Schnell mal verbuddeln. Schaufler. Na komm halt aus, bis ich dir den nächsten Trank gebe. So. Zwei schon besiegt. Wir müssen uns den Beleber bis zum Schluss aufbewahren. So lange wie es geht. Aushalten. Dann nehme ich jetzt erstmal einen von den Hypertränken, von den Zweien, die mir noch bleiben. Ich hoffe, ich kriege ein bisschen Geld durch Gary, durch den Kampf. Der Boden knarrt, der Boden. Internetkamera. Das ist das Knacken, was ihr die ganze Zeit hört. Na komm, Ausdauer besiegen. Ja, das Gift ist schon irgendwie lästig. Aber was soll's. Oh wei. Nee, oh wei, haben wir gerade besiegt. Notfalls müssen wir Explosion wagen. Ah, verdammt. Oh oh. Georg ist am Arsch. Na komm, noch einen Schlag. Bevor du K.O. gehst. K.O. Ich hab's halt auch irgendwie. Ich glaube, Glutexo hat's ganz gut geschafft. Oder nicht. Schnapper. Ja, alles klar. Ich wollte gerade sagen, gib dein Bestes, Glutexo, aber... Ja, gut. Wie soll ich das überhaupt noch schaffen? Wie soll ich hier überhaupt noch durchkommen? Wie soll ich... Ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich in der Top 4 überhaupt überleben soll. Wieso? Ich bin gar nicht überlebensfähig. Ich muss einfach aufs Spiel noch ein bisschen trainieren. Sonst wird das nichts. Das wird nichts, Junge. Mit den Pokémon kommst du da nicht durch. Jetzt einen Beleber auf Georg. In der Hoffnung, der schafft das. Und den letzten Trank. Oh, das ist gerade so jämmerlich. Das ist ziemlich peinlich hier im Let's Play. Aber ja, ihr müsst diesen Part noch ertragen. Mach ich vielleicht ein bisschen. Ich muss mich dazu überwinden, ein bisschen offscreen zu trainieren. Schwimme mich so ein bisschen im Wasser vor den Zinnoberten sind rum und dann ja, wird's schon. Ein Item. Hypertrank für Georg. Ja, leider haben wir den Missing No Glitch nicht geschafft. Und der ging hier leider nicht. Dann hätten wir jetzt unendlich viele Hypertränke. Das wäre praktisch. Das könnte man gebrauchen. Na gut, dann mal Schaufler. Erdbeben würde wahrscheinlich nicht so viel bringen bei Augustus. Georg durchhalten. Georg. Oh Mensch, ich kann es nicht mit ansehen. Das ist doch kacke. Ja. Was soll man dazu sagen? Einen dritten Versuch wagen wir hier noch in diesem Part. Auch wenn es schmerzhaft ist. Na gut, Dinge sind vier. Dann gehen wir mal trainieren. Uah.
Ich guck weg. Das ist, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist, guckt einfach auch weg. Nee, macht's nicht. Bleibt hier. Guckt mit zu. Ich tue es ja auch noch. Oh Mann. Ja. Wahrscheinlich findet ihr es lustig, dass ich hier verkacke. Ja, schade ins Frohn. Ich muss, wie ich meine, guckt man immer unter Level. Ich weiß es auch nicht. Es ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das immer wieder schaffe. Es ist, ich muss das doch, ich, es muss doch irgendwann mal in meinen Kopf reingehen, dass ich meinen Pokémon mal trainiere, aber nein. In der Story hinterherrennen und am Ende steht man dann vor den Top 4, steht man dann vor dem letzten Rivalenkampf und dann geht's nicht mehr. Pokémon Let's Go Evoli jetzt das gleiche Problem. Hab zu lange keine Pokémon gefangen. Und Pokémon Let's Go Evoli, könnte die es nicht verfolgen, was man ja Remake der ersten Generation übrigens, Remake von dem hier, muss man ja wie in Pokémon Go Pokémon fangen, um Level zu kriegen. Besser für mich, weil, ja, gibt mir vielleicht mehr Chancen, das Ding am Ende dann doch zu rocken. Aber ja, Merksatz für mein nächsten, für mein nächstes Pokémon-Projekt. Junge, trainiere. Ich hatte eigentlich mal vor, Pokémon Omega Rubin zu Let's Playen im nächsten, als nächstes Pokémon-Projekt. Aber wenn ich mir das so angucke, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, die haben ja eine richtig schwierige Pokémon-Liga. Ich habe das ja schon mal privat gespielt, Pokémon Omega Rubin. Und das Problem an dem Spiel ist, das ganze Spiel an sich, also die ganze Reise Richtung Top 4, also die Orden und so weiter, ist alles ganz in Ordnung, ist erträglich, ist, macht Spaß, ist einfach. Und dann kommt man zur Top 4 und die Top 4 ist mega schwer. Mega. Deshalb muss man halt, also, das ist gerade bei Pokémon Omega Rubin die große Versuchung, dass man halt auch zwischendurch mal immer mal wieder ein Part macht, in dem man trainiert. Müssten wir mal eine Regel schaffen, also würden wir irgendwann mal Pokémon Omega Rubin spielen, das wird auf jeden Fall nicht das nächste Projekt. Dann gibt es die Regel, dass jeder dritte oder jeder vierte Part ein Trainingspart wird. Also sonst kommen wir da nicht durch. Das ist, sonst verkacken wir in der Top 4. Das sage ich euch. Ich glaube, als nächstes, also erstmal muss ich natürlich mein Let's Go Evoli überstehen. Und hier dieses, die erste Generation, und dann, ja, dann gucken wir mal weiter. Ende diesen Jahres kommt dann natürlich auch die Pokémon 8. Generation raus. Da vermute ich dann mal ganz stark, dass wir dann die 8. Generation als nächstes spielen. Also eigentlich von den Generationen her die erste und dann die 8. Ist ja dann Pokémon Let's Go Evoli zählt nicht wirklich. Ist nur so ein Zwischenspiel, ist keine Generation. Ja. Ich wage mich in den dritten Versuch heute. Ja. Mach's kurz und schmerzlos, Gary. Ja. Schaufler. Mal ganz schnell. Und dann nach der 8. Generation, worauf ich mich sehr freue, wo ich sehr gespannt bin, würde ich mal sagen, also am meisten hätte ich Bock auf Pokémon Platin,
Das würde ich ganz gerne mal let's playen. Das ist auch, ich glaube, das ist auch von der Leichtigkeit her machbar. Da können wir ruhig unterlevelte Pokémon haben. Da ist die Top 4 durchaus machbar. Und ja, das wird mal ein gutes Let's Play. Pokémon Diamant will ich nicht spielen, aber Pokémon Platin. Diamant kommt dann irgendwann später. Ja, das ist mal so eine, also, ist auch der Vorteil an diesem Part. Also, dafür, also für alle, die dran geblieben sind, die haben das jetzt erfahren. Also ist zwar natürlich ein bisschen schmerzhaft, jetzt hier mir beim Versagen zuzugucken, aber ja, hat man davon, wenn man bei solchen schweren Parts auch dran bleibt, dann kriegt man ein bisschen was mit. Tja. Also jetzt Pokémon Let's Go Evoli. Und dann Pokémon 8. Generation als Nachfolger, bin ich mir sicher, dass ich das mir kaufen werde und auch Let's Playen werde, bin ich mir relativ sicher. Es sei denn, Pokémon 8. Generation, das wird der komplette Bullshit, also, aber das glaube ich nicht, also es, Pokémon Sonne und Mond war schon ein bisschen, ja, schlecht als recht, aber ja, war auch schön, also mir hat es gefallen, also Pokémon Ultramond hat von mir eine Top-Wertung bekommen, also war schon ein Spitzenspiel. Das Einzige, was ich jetzt zu bemängeln hatte, ist, es kam halt das Feeling von Pokémon ein bisschen, ja, das Feeling. Es kam halt ein bisschen zu kurz, versteht ihr, was ich meine? Es ist halt immer mehr, je später die Pokémon-Generation, desto weniger von dem, was man so an Pokémon liebt. Ja, bleibt erhalten. Zerschneider, Blutstärke, Feuersturm. Zerschneider können wir nicht vergessen. Ach, verdammt. Und dann am besten gar keine Schlitzer nicht erlernen. Ja, tut mir leid. Austos, ja gut. Da also wieder. Nach der 8. Generation dann Pokémon Platin. Und was danach kommt, ach, das gucken wir dann. Pokémon Platin wird dann Sommer 2020 sein. Soweit plane ich das noch nicht. Gucken wir erstmal da, also gucken wir erstmal. Ja, Pokémon 8. Generation wird Ende des Jahres kommen, wahrscheinlich zum Weihnachtsgeschäft hin. Und dann werde ich das wahrscheinlich noch über Silvester rüberspielen, werde ich das noch ins neue Jahr hineinspielen. Da werden wir dann beschäftigt sein. Ich sag mal so bis März, April, schätzungsweise. Und dann, ja, brauche ich eine kleine Pause davon von Pokémon. Und dann kann es wieder weitergehen. Und wenn ich jetzt hier Pokémon Gelb beendet habe und Pokémon Let's Go Evoli, vorausgesetzt, Pokémon Let's Go Evoli wird irgendwann mal beendet. Da habe ich dann auch erstmal eine kleine Aufnahmepause nötig. Nicht eine Aufnahmepause, Schwachsinn. Eine kleine Pokémon-Pause nötig. Ich würde sagen, da warten wir dann bis zum Weihnachtsgeschäft. Bis Pokémon 8. Generation rauskommt. Also, vorher kommt kein Pokémon mehr. Definitiv. Also, das ist nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv. Ich hoffe, Pokémon Gelb ist bald vorbei, also das werden wir hoffentlich spätestens Ende April fertig haben. Let's Go Evoli dann wird dann noch ein bisschen brauchen. Mai, Juni, Juli, August, ja, sagen wir mal August
realistisch gesehen September. Und dann, ja, haben wir ein, zwei Monate Pause von Pokémon und dann geht's mit der achten weiter. Dann zwischendurch mal ein bisschen Minecraft Arno. Ja, ganz entspannt. Das ist 2019, wird es ein bisschen entspannter. Machen wir dieses Jahr, machen wir ein bisschen durcheinander, ein bisschen. Ja, mal schauen. Ja, so lange. Sobald uns, also sofern uns Artikel 13 nicht die Chance vermiest. Ja, und selbst wenn Artikel 13 eingeführt wird, muss das erstmal auf Deutschlandrecht, auf deutsches Recht umgewälzt werden, sodass 2020 und 2021 hier noch Content laufen wird. Aber ja. So sieht's aus. Und werden wir gleich besiegt hier. Ich glaube, ich habe den Part hier schon wahnsinnig überzogen. Das habe ich ganz bestimmt. Das muss ich nur glauben. Das habe ich. Das weiß ich. Und ja, lassen wir uns hier besiegen. Dann sage ich jetzt schon mal, da das hier auch gleich vorbei sein wird, da ich hier gleich besiegt werde. Däumchen nach oben, sollte es euch irgendwie trotzdem gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ich hab euch wohl. Ich trainiere dann online noch ein bisschen weiter. Nicht online, offscreen. Ja, wird Zeit, dass das hier beende. Bin komplett durcheinander. Na dann. Man sieht sie im nächsten Part. Dann guckt man gelb wieder oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao. Tja, das war's.